Moin Moin! Wir waren fleißig und haben hier noch ein Gewächshaus hingebaut. Dieses Gewächshaus ist so konstruiert, mehr oder weniger wie das, was ich bei mir im Garten stehen habe. Aber wir haben hier ein Satteldach gemacht. Und wir haben hier, die Sonne blendet jetzt so, kann man kaum sehen. Wir haben eine andere Belüftungsart gemacht. Und zwar streicht der Wind rüber. Wir haben einen belüfteten Vers. Der Wind kann oben ständig drüber ziehen und die Hitze und die Feuchtigkeit rausziehen. Ich zeige das gleich nochmal von außen. Ansonsten ist es so aufgebaut wie mein Gewächshaus. In den Ecken haben wir Beton. Insgesamt ca. 8 Sacks Estrichbeton haben wir geholt. Und außenrum auch hier die Gehwegplatten, worauf die Latten dann verankert sind. An diesem Bandeisen hier, das wir einbetoniert haben. Dieses hier ist etwas kleiner, aber wir haben hier außen eine Höhe von 2,10 Meter genommen, obwohl ich jetzt im Nachhinein sagen würde, beschränkt euch genau auf 2 Meter, da diese Folie, die ihr kaufen könnt, diese Gitterfolie, genau zu haben ist für 2 Meter. Denn auch hier haben wir es so gemacht, dass wir hier Bänder anbringen können. Einfach Haken rein. Also zum Beispiel die Gurken daran zu fixieren. Klappt wunderbar hier, wie man sieht. Auch die Belüftung klappt. Die Tomaten sind nicht braunfaul. Also klappt das mit der Abführung der Feuchtigkeit. Hier ist auch schön, wir können die Tür außen fixieren. Wunderbar. Das ist schon ein kleiner Hingucker geworden. Macht sich ganz gut. So, jetzt zoome ich noch mal ran zu dem belüfteten Vers. Oh, nee. Könnt ihr das sehen? So. Gut. Dann viel Spaß beim Nachbauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Um eine vernünftige Belüftung herzustellen, habe ich bei meinem Folienhaus ein solches Fenster eingebaut, was ich hier diesen Platten öffnen und schließen kann. Und hier oben fixiere ich die Geschichte dann, hat sich jetzt ganz gut herausgestellt, das funktioniert ganz gut hier. Ja, geschlossen. Ganz auf, habt ihr eben gesehen. Jetzt kann ich halt variieren, ob ich zwei Platten aufmache, nur so einen Spalt oder alle drei. Hat sich bewährt. Klappt ganz gut.
Dadurch habe ich hier jetzt nicht diese Nässe an der Folie, die sonst oft bei Foliengewächshäusern vorkommt.